Nächste Rednerin wird Martha Bismann sein. Sie ist eine von zwei fraktionslosen Abgeordneten hier im Parlament neben Evgeny Dönmez. Und Fraktionslose können sich am Ende jeder Debatte zu Wort melden. Herr Bundeskanzler, schön, dass Sie heute hier sind. Herr Vizekanzler, sehr verehrte Staatssekretärin. Das Thema der heutigen Aktuellen Stunde, ein Jahr Regierung, Rechtsruck und soziale Kälte. Ist das wirklich so? Die Antwort auf diese Frage gibt Ihnen nun Ali. Ali ist ein echter Österreicher. Indem ich jetzt seine Geschichte erzähle, bekommen Sie eine Antwort. Viele von Ihnen kennen ihn schon flüchtig aus dem als rassistisch kritisierten E-Card-Video der FPÖ. Doch wer ist dieser Mann? Was hat er erlebt? Was treibt ihn nach Österreich? Wie ist er so als Mensch? Lernen wir ihn gemeinsam kennen. Im Jahr 1964 folgte Ali dem Ruf aus Mitteleuropa nach Gastarbeitern in der Hoffnung auf ein besseres Leben für sich und seine Familie. Mit 20 Jahren ließ er alles hinter sich und kam mit nur einem Koffer in der Hand nach Österreich. Von seiner Familie blieb ihm einzig und allein ein Schwarz-Weiß-Foto, das er immer bei sich in der Brusttasche am Herzen trug. Ali begann schon am ersten Tag in Österreich in der Fabrik zu arbeiten. Er wusste, es würden schwierige Zeiten auf ihn zukommen und sie waren auch schwierig. Er war alleine und hatte niemanden. Am Anfang sprach er kein Wort Deutsch, hatte nicht mal ein Dach über den Kopf. Und er verbrachte viele Tage, Wochen, Monate damit, körperliche Schwerstarbeit zu verrichten, mit dessen Folgen er heute noch zu leben hat und in Sehnsucht nach seiner Familie. Bei der heutigen Debatte um Migration und Ausländern werden diese Geschichten nie erzählt. Warum auch? Es ist doch einfacher, Ali als Sozialschmarotzer hinzustellen und damit Kürzungen im Sozialbereich zu rechtfertigen. Ein paar Jahre nach seiner Ankunft kam es dann zum lang ersehnten Familiennachzug. Gemeinsam mit seiner Frau Aisha lebte Ali mit seinen Kindern zu fünft in einer 40 Quadratmeter Substandard-Schimmelwohnung ohne Bad und mit WC und Waschbecken am Gang. Die in Österreich zur Welt gekommenen Kinder, der Sohn Mustafa, die Tochter Emine, lernten schnell, was es heißt, Dolmetscherkinder zu sein. Sie mussten die ganze Zeit für die Eltern übersetzen und die ganze Familie. Und sie wuchsen nicht wie ihre Schulkolleginnen, wie viele von ihren Schulkolleginnen, in Wohlstand auf. Heute, wo Emine und Mustafa Ärztinnen sind, Beamte, Angestellte, werden sie vom rechten Flügel in diesem Land kriminalisiert aufgrund einer ominösen Liste, auf der auch Alis Namen steht. Beschuldigt werden, neben der österreichischen auch die türkische Staatsbürgerschaft zu besitzen und werden somit als rechtschaffene, steuerzahlende Staatsbürgerinnen grundlos unter Generalverdacht gestellt. Sie müssen jetzt nämlich beweisen, dass sie keine türkischen Staatsbürger sind, sonst droht ihnen nämlich der Verlust von all dem, was sie sich in Österreich aufgebaut haben. Ihre gesamte Existenz ist damit bedroht. Hören Sie auf, diese Gesellschaft zu spalten. Hören Sie auf, die Alis und Alfreds, die Jasmins und Jasemins gegeneinander auszuspielen. Denn Sie sind es, die da draußen Nachbarn sind, die im Schulhof miteinander spielen, die in den Klassen gemeinsam lernen, die in den Sozialräumen miteinander plaudern und lachen und die auf den Baustellen ihr Brot teilen täglich. Denn die soziale Kälte im Land, die spürt nicht nur Ali, die spürt auch die pensionierte Sabine, die spüren wir alle. Jeder Einzelne. Ich bedanke mich bei Muhammad Yüksek für diese Geschichte und bei Sheriff aus Favoriten für diese schöne Ali-Puppe. Es liegt an uns allen in diesem Land, Menschen wie Ali endlich die verdiente Wertschätzung und Anerkennung zu gewähren. Und nicht eine Hexenjagd auf rechtschaffene Staatsbürger, österreichische Staatsbürger auszurufen. Wo sind die christlich-sozialen Werte geblieben? Wo ist die soziale Wärme, die jeder Mensch braucht? Ich spüre viel zu viel neoliberale Kälte. Ich spüre Ausgrenzung und Spaltung.
Um meine geschätzte Kollegin Irmgard Christ zu zitieren, die großen Fragen sind doch die, Schlusswort bitte. Wie können wir den Zusammenhalt aller Menschen, die in diesem Land leben, stärken?